vielleicht meine Let's Plays verfolgt, gesehen habt, geht es momentan in Age of Mythology gut voran. Auch noch einiges auf uns zukommen an Missionen. Das ist ja nicht, ist ja kein kurzes Spiel. Das ist schon eine gewisse Länge programmiert worden. Mit den ganzen Add-on-Kampagnen da. Der Atlanta, was ich ja momentan spiele. Alles mal weg hier, ich gezuppe. Ich sehe danach wieder neu. Du wirst wahrscheinlich weichen müssen. Tut mir leid, aber ist halt manchmal so. Der kann bleiben, das hier kann alles bleiben. Zuziehen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, wie gesagt, da werde ich wohl doch noch mal. Hallo Emma. Zu unserem kleinen Häuschen müssen. Ich überlege, ob ich so einen kleinen Wartungsgang hinmache. Vorne kann er so bleiben, ist ja kein Thema. Dafür brauchen wir jetzt erstmal Cobblestone. Ein bisschen an Material in die Öfen schmeißen. Hier wird auch einiges genau wieder fertig sein. Dann können wir hier Eisenerz reinklatschen. Noch mehr Kohle. Hier oben auch mit noch mehr Kohle klatschen und das Golderz rein. Steak ist fertig, dann ist hier oben natürlich ein weiter drin, genau. Klatschen wir jetzt gerade mal in die Fleischkiste, in die Nahrungskiste. Einiges zusammen, also am Essen soll es jetzt erstmal nicht mangeln. Zäune. Dann tun wir hier auch die Schienen. Ja, schon mal ein paar Diamanten und Lapis. Ah, doch, haben wir ja doch ein bisschen Lapis gehabt, siehst du. Auf jeden Fall hier rein. Diamanten. Grüngezüppel. Open Siblings kommen hier mit hin. Der Dame hin. Was haben wir noch hier? Kohle. Was können wir nochmal mitnehmen? Kies. Was werden wir noch brauchen? Wo habe ich denn? Hier habe ich sie. Holz mal weg. Eichenholz haben wir hier. Wie gesagt, Erde werde ich brauchen. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr wie diese Erde. Tropenholz. Hier mit dem Cobblestone. Beziehungsweise Pflasterstein. Muss die erreichen. Wie viel Erde haben wir denn noch? Ja, super, na toll. Viel ist es nicht, aber nehmen wir mal alles mit. So. Das ist das Feld. Das sieht doch schon besser aus, wenn das hier ein bisschen so mit Abstieg und keine Ahnung was ist. Also es würde es hier zur Natur gehören. Und einfach was gerade hier runterklatschen zu lassen, aber da werde ich dann wieder noch gucken. Da siehst du, so viel Kabel hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Egal. Vielleicht gehe ich denn hier runter.
gut, dann holen wir dann die ganze Erde hier weg. Mal schauen. Die Erde werden wir auf jeden Fall noch massig jetzt brauchen. Dann das hier erstmal aufzuschütten. Schaufel machen können, ne? Ich Idiot. Ich will es aber auch noch mal schnell machen. Ich ja eh hier schon bin. Flup. Auch zwei Schaufeln. Jetzt habe ich ja nicht mehr Sticks. Schaufeln. Deine Spitzhacke noch. So. Bäume, denke ich mir, werden jetzt erstmal nicht mehr weichen müssen. Das bisschen Erde. Ja, Jungs, vielleicht ist es genau das bisschen Erde, was uns nachher fehlt. So. Gleich im Holzer hier noch. Tintenfisch dran. Schau mal einer an. Soll mal einer sagen, in Höhlen herrscht kein Leben. Sogar noch Kohle entgegen. Ey, schau dir das mal einer an. Wenn wir die jetzt liegen lassen werden würden, wären wir doof auf jeden Fall. Oh, da geht's sogar noch weiter. Setzen. Das ist auch mitnehmen. Ein Stück Holz. Und dann ziehen wir gerade mit Kabel wieder nach oben. Der Baum muss bleiben. Dann wird wahrscheinlich, werde ich mir hier nur ein Blöckchen hinsetzen. Passt der ganze Schmarrn schon wieder. Geil.
Fall, egal was da kommt. Und egal wie groß das in Meckern sein wird. So. Können wir anfangen hier schon mal ein bisschen zuzuklatschen. Gesehen? Ne, so ein Boom, ich wollte schon sagen, hallo? Ist auf jeden Fall wieder ein bisschen dauern und wenn wir Pech haben, reicht auch die gesamte Erde, die wir noch haben, überhaupt nicht aus. Da werden wir dann mal gucken, wobei ich bin gar nicht so extrem. Können wir das Ganze hier machen? Einfach ein paar mehr Fackeln. Die haben auf jeden Fall nichts spawnt. Lassen wir auf jeden Fall da. Super, super, super. Ah, nein. Weil das eigentlich auch noch okay gewesen wäre. Warum wird er wahrscheinlich weichen müssen? Ja, den Baum müssen wir dann wahr, nicht wahr, sondern den müssen wir wegreißen. Und hier haben wir vielleicht Glück, dass wir gar nicht so extrem weit runter müssten. Kann ich jetzt mal hier gucken. Zack, zack. Hier schon, ja, können wir eigentlich so lassen. Super.
Vor- und Nachteile alles. So. Flup. Jetzt muss ich erstmal kurz den Baum hier entfernen. Beispiel hier, hoppala. Ein Stückchen hier können wir uns holen. Hier können wir noch ein bisschen wegtreiben. Fall.
Bäume drauf klatschen. Dann gucken, ne?